Gut, da sind wir. Wir sollen die Sachen zurückholen. Hier ist sowieso überall Alarm, würde ich mal so sagen. Tja. Columbia Authority. Huch, ein Lag. Da ist alles leer. Hier sind wieder alle, überall diese roten Stoffe von der Vox Populi. Ich würde schon fast sagen, wir... nehme ich den Repetierer? Ich glaube, ich nehme den Repetierer wieder mit. Und die Muni natürlich dafür. Was war das eben? Irgendwas war hier eben noch. Achso, das Präzisionsgewehr. Fitzroy Spotted. Kennen wir in dieser Dimension, glaube ich, nicht, ne? Oder doch? Fitzroy gesichtet. Die Rädelsführerin der Vox Populi, Daisy Fitzroy, flieht. Ich werde gefilmt. Was hat ihr Ende vorhergesehen? Nur er kann uns schützen. Das sind so belanglose Filmchen. Das ist total lächerlich. Ja, na gut. Oh, kommen wir da hin? Kommen wir da hin? Wo kommen wir denn da hin? Aber nicht von hier, ne? Nö. Ja, dann schauen wir mal von hier. Oh. Na dann. Schon dabei. Ich habe nichts. Das ist schön, dass der die Deckung sucht vor der Deckung. Feuer aus allen Rohren, hat er gesagt, ne? Kraftvoller Gegner. 70 von 75 haben wir auch bald. Und in die Schulter. Also auf der Position halte ich das ewig aus, ne? Das reicht jetzt endgültig. Elizabeth, bleibst du bitte mal in Deckung? Eine Gatlin. Tötet ihn! Durchs Fenster kann ich nicht schießen, ja? Finden wir heraus, wie viel Blut in deinen Adern fließt. Ich schlaf in den Schlaf. Lade nach! Ich auch! Oh, der Revolver ist so genial. Dich bringe ich unter die Erde. Das ist ein Riss, okay. Dich stech ihm die Augen bring aus. Ich unter die Erde. Nein! Jetzt habe ich es erst verstanden, was sie gesagt hat. Ich habe das eben nicht verstanden, was sie gesagt hat. Oh Gott. Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Er muss zum Glück auch nachladen. Danke. Wow. Für den Glauben. Könnte hier eine Gatlin nehmen, aber... Wie schnell ist der denn?
Wie schnell ist der? Kolosse, denn der Tod. David und Goliath. Yeah. Errungenschaft freigeschaltet, Gott sei Dank. Ohne allzu viel Gesundheit zu verlieren. Großartig. Das hatten wir schon. Wo ist denn der? Einer ist es noch. Schlachtet ihn ab! Ja, vergiss nicht, deine Kräfte einzusetzen. Ich weiß. Ich glaube, das waren aber alle hier. Das heißt, wir können erstmal looten. Salz brauche ich. Ja, ein bisschen können wir nehmen. Ja. Meine Kräfte. Maschinengewehr haben wir ja. Und Muni habe ich dafür auch ohne Ende. Gut. Dann können wir jetzt hier nochmal eben durchsuchen. Essen brauche ich gar nicht. Nö, hier ist ziemlich viel zu essen, aber brauchen wir gar nicht. Nein, ihr Schweine, ihr habt den Safe gelootet. Nee, da ist noch was drin. Da ist... ein Silberbarren. Wird doch noch was drin. Okay. Our race. Großartig. Das ist Elizabeth, ne? Nicht, dass sie auf einmal von hinten kommt. Ja, danke. Du lenkst mich bitte nicht ab. Das hier so monströs bauen. Okay. Was haben wir denn hier? Oh. Hallo. Also warten kann man. 5 Picks. Ja, komm. Elizabeth. Ich probier's mal. Ja, danke. Bitteschön. 5 Lockpicks. Teuer. Sehr teuer, aber gut. Ja, gut. Ich versuche das mal gleich. Ich fühle mich schon besser. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, ich weiß, was Ausrüstung ist. Sturm. Beim Töten mit Teufelskuss, Schock, Jockey oder Bockener Bronco springen die Effekte auf nahe Feinde über. Was haben wir denn gerade? 70 Nahkampfziele. Oh nee, das möchte ich. Also ich nehme es natürlich, nehme ich es mit, aber ich glaube. Der Karabiner. Panzerfaust. Oder Karabiner. Ich würde den Karabiner gerne wieder nehmen. Okay, das war's. Das war's hier anscheinend. Wir brauchen die Panzerfaust gleich. Das kann natürlich sein, und dass ich es bereue. Wappnet euch! Feigling! Elizabeth? Großwildjäger freigeschaltet. Okay, das war's. Unten geht's tatsächlich weiter. Interessant. War das die Truhe, zu dem wir den Schlüssel gefunden haben? Es passiert kaum merkbar noch irgendetwas, ne? Voxophon. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld.
Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Das ist der Schlüssel, den wir gefunden haben. Cool. Nee, Essen brauchen wir gar nicht. Dann haben wir den Schlüssel schon. Wieso wird der hier gejagt? Das sieht sogar echt aus hier, die Bilder. Okay. Salze voll. Hm. Essen brauchen wir nicht. Essen brauchen wir nicht. Ich habe Geld gefunden. Oh. Bedarf? Ja, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Dankeschön. Okay. Gehen wir mal hier systematisch durch. Pissoir. Immer irgendwo, dass ich immer denke im ersten Moment, es könnte feindlich sein. Immer sauber bleiben. Hier ist so viel zu essen überall. Warum? Lockpick, sehr gut. Oh mein Gott. Sowas lese ich jetzt echt nicht. Okay, dann geht's unten weiter. Und da ist es dann, glaube ich, auch egal. Hier machen wir noch nicht. Da ist noch ein Voxophon. Abends haben sie sich oft heftig gestritten. Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich in Comstock House anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Wenn das nicht schon mal ist, kam mir so bekannt vor. Panzerfaust, das macht mich immer nervös, wenn wir so bestimmte Sachen vorgegeben kriegen. Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Wie machen wir das denn? Uns das in die Tasche stecken oder was? Wie soll das denn funktionieren? Okay. Kannst du dir das mal ansehen? Das dürfte schnell gehen. Gut, dann mach mal bitte. Fertig. Okay, danke schön. Ich muss mal ganz kurz meinen Tee bekümmern. Also, ich muss mal ganz kurz meinen Tee bekümmern. So, alles klar. Die Verwaschung. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Ja, könnte sie wahrscheinlich. Die Frage ist, will sie das wirklich? Oder will sie sich selber rächen? Dass sie gar nicht da zu sehr an die anderen Menschen denkt, sondern eben halt an ihre Rache. Wieder überall hängen. Großartig. V.
Poundes will bleed. Das ist so... Oh, ich glaube, hier denkt sowieso nur jeder an sich. Ich meine, wir ja einschließlich. Davon mal abgesehen. Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Richtig. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Wow. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Bocca, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Die Frage hast du mir schon einmal gestellt. Uns bleibt ja nichts anderes übrig, als diesen Riss zu öffnen. Salz ist voll. Muni können wir noch mitnehmen. Pistole ist voll, alles andere ist voll. Ja, alles voll, alles voll. Da ist man zu weit auch nicht mehr drin. Tja, uns bleibt da nichts anderes übrig, als diesen Riss zu öffnen. Da kann sie 10-mal fragen, ob wir das wollen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Also gut. Mach. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Die Burst Gun. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Bocca, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Nicht jede Revolution ist das Beste. Burst Gun, die hatten wir noch gar nicht, ne? Was macht die? Hallo. Okay. Muni ist aber voll für die Burst Gun. Ich glaube, die Revolution ist schon im vollen Gange. Oh oh. Shit. Das soll doch. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Dass alles so gut ist, was wir hier machen. Oh, wieder einer mit Nasenbluten. Das ist nicht gut hier. Wir greifen, glaube ich, gerade schon voll ein. Kann das sein? Oh Gott, so war es noch nie. Wieso ist es weg? Ich stand still, aber jetzt bewege ich mich. Hier, seht nur. Das ist alles. Ich dachte, zwei Dinge, meine aber nur eines davon. Das ist nicht gut. Spürst du es? Daisy hat diese Menschen erreicht. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Oh Gott. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ist das eine Mine? Das ist eine Mine. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache.
Feucht ihn da raus, ja, wen denn? Oh, der macht nur kurze Stöße. Doch doof. Der Repetierer ist kacke. Ja, meine Kräfte, ich weiß, Entschuldigung. Ich denke mal, wir müssen den gleichen Weg wieder zurück. Vox Populi reclaim this place. Es speichert. Hier wird noch gekämpft. Ist aber sehr zuversichtlich. Und da sehe ich. Oh! Verdammt, was reden die da? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held. Märtyrer der Revolution. Ich weiß noch, ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Booker. Was? Deine Nase. Sie blutet. Ich kann kaum denken. Ich habe zwei Erinnerungen an dieselbe Booker, Sache. Komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Genauso wir wie... Wir verschwinden von hier mit der First Lady. Brauchen Los, wir komm. Geld? Okay, hier. Das ist verdammt beschissen sogar, was hier gerade abgeht. Also für uns jetzt gerade. Wenn niemanden Gnade. Okay. Wenn die sich ergeben, sollte man dann nicht Gnade walten lassen, verdammt nochmal. Die wurden sogar ebenfalls hingerichtet. Ich weiß, dass da angestaute Wut ist, aber... Bukadewitz starb für diesen Tag. Er war es, der mit einer Stimme für das Volk sprach. Seine Mission zu Ende zu bringen. Fink muss fallen. Zur Fabrik. Die wichtigen sollen stürzen. Für das Volk. Für Bukadewitz und die wahre Stimme. Das ist die First Lady, die brauchen wir. Und wir sind gestorben in der Dimension, ja?